Vergebliche Suche nach einem 53-Jährigen aus Mettmann. Die Spur des Pkw-Fahrers verliert sich in Lüdenscheid. Ja, wir haben den oberen Schulhof gesperrt. Das ist überhaupt kein Problem, weil es zwei Ausgänge zur Schule gibt. Und der untere Schulhof wird von den Schülern benutzt, sodass die Polizei, egal was hier gleich stattfinden wird, den oberen Schulhof problemlos benutzen kann. Von der Hauptschule an der Parkstraße ausgehend startete die Polizei heute Vormittag eine groß angelegte Suchaktion mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei nach dem Mann, der gestern von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde und dessen letzte Handyortung im Bereich der Parkstraße erfolgte. Seit gestern Nachmittag wird ein 53-jähriger Mettmanner vermisst. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht von den Kollegen aus Mettmann, die uns mitgeteilt haben, dass dieser 53-Jährige einen Arzttermin haben sollte, den er leider nicht wahrgenommen hat. Und im Rahmen meiner Handyordnung wurde die letzte Handyordnung hier bei uns im Bereich Lüdenscheid festgestellt. Daraufhin haben wir am gestrigen Abend bereits die ersten Suchmaßnahmen eingeleitet, die leider nicht von Erfolg gekrönt waren. Heute Morgen gegen 9.30 Uhr haben wir mit erhöhtem Kräftebedarf, unter anderem Kräften der Bereitschaftspolizei und Krattfahrer und einer eingesetzten Hummel, die Suche erneut aufgenommen nach diesem 53-jährigen Mettmanner, der mit seinem 5er BMW unterwegs ist. Diese Suche ist bis leider aber auch negativ verlaufen. Das heißt, wir suchen immer noch diesen 53-jährigen Mettmanner, der mit seinem grünfarbenen 5er BMW im Bereich Lüdenscheid zuletzt zumindest auffällig gewesen ist. Das ist im Moment Stand der Dinge. Am frühen Nachmittag dann endlich Gewissheit. Der Mann wurde in Hückeswagen, in seinem Pkw, lebend, jedoch nicht ansprechbar aufgefunden. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Umstände und warum der 53-Jährige in Hückeswagen unterwegs war, sind noch völlig unklar.